Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Chronikerfolge zum Patch im Bann des Drachen auf gatenews.de. In dieser Ausgabe kümmern wir uns um den Erfolg Kaum ein Hindernis, bei dem ihr verhindern sollt, eine Falle auszulösen, während ihr im Wegmarkenrätsel, also der Story-Instanz mit Timey, unterwegs seid. Ihr geht zu Beginn rechts am Rand entlang, denn auch das Aufdecken von Gegnern zählt als Falle, als aktivierte Falle. Dementsprechend müsst ihr aufpassen, auch hier rechts im Wasser spawnt die erste Gruppe, dementsprechend lauft ihr hier links am Rand entlang. Zu den Fallen zählen natürlich auch die verschiedenen Gegenstände, die ihr sammeln müsst, denn bei all denen gibt's eine kleine Aufgabe zu lösen. Und die Lösung für den ersten Teil zeige ich euch hier. Und zwar geht ihr zum Golem, dann sagt ihr, dass er den Erkennungsmodus aktivieren soll. Wir bekommen ein Sternchen über diesen Flüssigkeitsbehälter. Dann allerdings noch nicht aktivieren, sondern erst zurück zu Schraddel. Dann zu Schraddel sagen, bitte diesen Eimer verstärken oder diese Kammer verstärken. Und dann erst könnt ihr den Gegenstand looten, ohne dass diese kleinen Veteranenschleime spawnen. Und das zählt, wie gesagt, zu den Fallen. Beim Azura Energiegenerator gilt das gleiche, die Falle nicht auslösen. Das heißt, ihr fangt an mit dem Generator ausschalten, geht dann weiter mit die Abdeckung des Generators öffnen, dann deaktiviert ihr das Feld und erst danach dürft ihr den Anker aus dem Feld nehmen, was in der Logik auch Sinn ergibt. Und falls ihr hier einen kleinen Fehler macht, ihr könnt es zumindest in einer gewissen Art und Weise halt zwischendurch korrigieren. Jetzt wird's ein bisschen kniffliger, denn ihr müsst den Gegnergruppen ausweichen. Darum würde ich sagen, geht ihr hier auf diese leichte Landzunge und lauft dann auch genauso zu der hier rechts hinüber. Das Problem ist, links spawnen Veteranen, rechts im Wasser kleine Luftelementare. Denen müsst ihr auf jeden Fall ausweichen und der Weg, den ich hier genommen habe, sollte im Normalfall funktionieren. Hier geht's dann durch diesen kleinen Wasserstrahl durch auf die Insel mit den Kisten zu laufen. Da wartet unser letztes kleines Rätsel, bei dem man theoretisch noch eine Falle auslösen könnte. Einfach die zweite Truhe von links nehmen, die Vorräte raus und dann, um den Erfolg abzuschließen, müsst ihr auch erfolgreich wieder zurückkommen. Das hat mich immer ein bisschen nervöser gemacht, aber auch das klappte hier eigentlich reibungslos. Lauft halt exakt den gleichen Weg von vorhin wieder zurück. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr es auch geschafft. Wobei ihr ein bisschen variieren müsst, nämlich gleich, wenn ihr hier vorne bei der zweiten Falle seid, könnt ihr nicht direkt gerade zurücklaufen. Da habt ihr nämlich das Problem, dass das Ganze sich auf so einer Klippe befindet und wenn ihr links oder rechts rumlauft, ihr auf beiden Seiten Gegner aktiviert. Lauft also einfach hier gleich an der Falle links am Rand entlang, so eng wie möglich zur Mauer und dann hier hoch. Und dann habt ihr es eigentlich geschafft, sofern ihr jetzt nicht noch rechts die Erdelementare aktiviert und euch einfach links an der Wand entlang bewegt, dürfte auch nichts passieren. Das einzige Problem, was ihr jetzt noch habt, ihr müsst die Story-Instanz bis zum Ende spielen, heißt, ihr müsst euch jetzt noch die endlosen Dialoge anhören, runter zur Omas Maschine gehen, da auch nochmal mit Kasmir sprechen und ähnliche Sachen. Das allerdings können wir uns, glaube ich, hier in dem Guide-Video an sich sparen, deshalb würde ich sagen, machen wir hier schon den Cut. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Denkt jetzt liken, denkt jetzt abonnieren. Besucht gatenews.de und bis zum nächsten Mal.